Hallo Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal nicht mit dem Chihakai, den wir hier gerade spielen. Nein, den benutze ich nur, damit ich ein Flugzeug bekomme, nämlich den hier, die KI-482 Otsu. Das Event-Flugzeug, das man bekommen konnte, eben im vorigen Event, in den Tokushuheiki, steht da dabei, Tokushuheiki, ja, irgendwie so. Bei dem Event hat man das bekommen können. Was ist besonders an dem? Ja, nicht wirklich viel ausheben, das ist wirklich dann schon einzigartig. Eine lenkbare Bombe, Rakete, eigentlich eine Rakete, glaube ich. Missile, ja, ist eigentlich eine Rakete, aber hat genug Sprengstoff wie eine Bombe, kann man sagen. Ist wie eine Fritz X, nur dass die halt ein bisschen anders gelenkt wird, die kann man nicht so gut lenken. Ja, auch wieder so eine Sache, Auslegungssache. Ich glaube, die Fritz X ist besser zum Bomben ziemlich sicher. Ist einfacher zu lenken dadurch, dass man eben die Bomben an sich benutzen kann. Die Rakete von der KI, spricht man so aus, oder KI, wie auch immer, die kann man nur mit den, also ich habe sie jetzt auf die Pfeiltasten drauf zum Lenken, aber ja, wie soll ich sagen, ist schon schwer. Es ist schon schwer, finde ich, die zu lenken. Drum, ja, effektiv ist jetzt nicht so. Ist eigentlich auch dafür gedacht, dass man... Oh, der hinten, den habe ich noch erwischt. Und zweimal zerstört. Ich hätte ihn schon. Das ist die Frage. Hat auch 150 oder so Kilo Sprengstoff, also eine Menge eigentlich. Hab dich gerettet. Es ist halt die Frage, soll ich einfach rausjumpen? Ich meine, ist jetzt nicht gerade die englische Art, also so ritterlich, muss man sagen, das jetzt zu machen, aber weiß nicht. Das Ding ist, es ist ja schon schwer genug, die zu lenken, das Ding. Den Richtschütz ins Gesicht geschossen, schön in die Fresse rein. Es ist ja schon schwer, die zu lenken und alles und dann auch noch fliegen und hoffen, dass kein Gegnerflugzeug einen sieht. Der streut aber hart. Einer wird mich killen, ja. Aber wenigstens noch wenig gekillt, 4 Kills wenigstens. Ja, wusste aber, dass ich tot bin. Der hätte mich sogar retten können, aber war nicht in der Zeit. Dann nehme ich APT, würde ich sagen, in der Kanzel, obwohl mir die eh nichts bringt. Ist genau, ne, zwei Kanzeln haben wir. Der kann auch normale Bomben mitnehmen, was eigentlich cool ist. Also man hat ein bisschen Ausweichmöglichkeiten. Die 50 Kilo Bomben, die könnt ihr eigentlich vergessen. 25 Kilo mit 2 Meter Radius zum Sprengen, ne. Macht keinen Spaß, wir nehmen die hier. Man sieht eh, Sprengkopf Heat, also es ist keine normale, also kein normaler Sprengstoff drinnen, sondern es ist Heat. Das heißt, wenn wir einen Gegner direkt treffen, ja, explodiert es ihn sowieso, aber wie gesagt, ist eigentlich dafür gedacht, dass man Schiffe, meine ich, zerstört damit. Dafür ist die eigentlich gedacht, aber das ist schon schwer genug, finde ich. Weil es ist echt komisch, die zu lenken, weil man sieht eh, ich habe keine bestimmten Sichtarten, außer die vielleicht. Die ist, glaube ich, die beste, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben keine Bomben, kein Bombenvisier, ist auch dumm. Das heißt, man kann die halt nicht als Bombe wirklich verwenden. Sondern eben, was ich jetzt versuche, da vorne ist ein Gegner, aber den muss ich jetzt leider ignorieren. Und hoffen, dass er mich nicht sieht. Da haben wir den Gegner. So, ich nehme mal die Sicht vielleicht. Da unten in diesem Ding ist wer drinnen. Ich launch sie mal. Da fliegt sie. Die Sicht. Okay, okay. Runter, runter, runter. Wir haben den getötet. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich irgendwie so 10.000 Schlacht machen muss, bis ich endlich mal einen Kill schaffe. Ja, okay, das war's aber. Das Flugzeug killt mich. Ja. Bin aber absolut zufrieden gerade damit. Es ist ein Kill. Und das sogar recht am Anfang des Spiels. Das heißt, nicht lang warten, bis endlich der Kill kommt. Ja, spielen wir mal weiter, würde ich sagen, weil... Ja... Bis ich so viel Footage habe mit Kills oder so, nee.
Da spiele ich irgendwie so 3-4 Stunden. Und ja, sorry, aber ich lade halt jeden Tag ein Video hoch und da habe ich jetzt auch nicht gerade so viel Zeit, 4 Stunden am Tag oder so zu spielen, immer wieder. Muss ich ehrlich zugeben, ist halt so. Aber wir haben einen Kill, damit bin ich absolut zufrieden. Gibt es noch irgendwas Besonderes dran? Ja, ist ziemlich schnell, also überraschend schnell, finde ich. Ziemlich gute Motoren. Aber sonst, das gesamte Drumherum ist ziemlich, meh, ziemlich unnötig. Ziemlich schlecht, finde ich. Der ist tot. Keine Kanzeln, also keine defensiven Möglichkeiten. Was gibt's noch? Wendig ist es nicht, das Flugzeug. Klar, also das steuert sich wie ein Kühlschrank. Boah, es ist... Was macht er da? Ja, okay, Spawn Camp, aber... Wurde hingeschossen? Ja, genau. Wie hat der getroffen? Wie ging der durch? Ich habe da wie viel? Ja, 50 mm Panzerung und das komplett angewinkelt. Das heißt, es waren sicher so 70, 80 mm. Boah, stößt ein bisschen hoch bei mir gerade, sorry. Da haben wir ihn. Boah, Alter, der will mich... Wie sieht er mich instant? Und da kommt er nicht durch, klar. Vorher ist er komplett durchgegangen, instant One-Shot, aber jetzt, da kommt er nicht durch, bei 25 mm. Alter, der sieht mich instant. Da haben wir eine Flak. Hab jetzt kein HI geladen. Leider. Ja, genau das passiert dann. Komm. Ah, ich hätte gedacht, er killt nur seinen Fahrer. Dann hätte ich ihn schön absnacken können. Wird mir aber auch nicht gegönnt. Wo ist der T50? Da haben wir ihn. Er sieht mich noch nicht. Ja, endlich. Revenge. Und nicht mit einem Flugzeug. Nee. Denn das ist ein bisschen... Ja. Obwohl... Ich finde Revenge, also so richtige Revenge-Kills, die richtig bis leicht abartig sind, muss man sagen, sind die, die reinspawnen, irgendwo zu einem Punkt fahren, den Punkt sich gönnen, also einnehmen schnell und dann gekillt werden und dann genau den killen, der einen gekillt hat, als Revenge dafür. Das macht keinen Bock, weil dann stirbt man instant am Anfang des Spiels und das ist echt nicht lustig. Gegnerflugzeug irgendwo. Keine Ahnung, auf was da. Der schießt eigentlich. Also, der meine ich. Der schießt auf ein Flugzeug, auf eine. Glaubt eine Ilyushin. Eine 2. Oh, sorry. Gerade nicht gesehen. Dass der einfach da stehen bleibt. Nee, ziemlich leer. Schaut ziemlich leer aus. Naja, eine zweite Runde werde ich natürlich noch spielen. Werde schauen, ob ich da vielleicht was zusammenbringe. Kann es nicht versichern, meine ich. Ob ich überhaupt das Flugzeug überhaupt dann bekomme. Aber ich finde, der Chihakai ist ziemlich stark. Der hier, den ich am Anfang gespielt habe. Der hat zwar keine Panzerung natürlich, wie fast jeder japanische Panzer, muss man sagen. Aber die hohe, ich sage immer hohe, die geringe Nachladezeit plus die 77 mm Durchschlag plus Sprengstoff drin, die machen eigentlich echt Bock. Die machen echt Bock. Und mobil ist er auch. Also, der ist ziemlich mobil. Mobile. Okay. Ich habe das Video jetzt doch schon beendet. Aus dem Grund, mein Speicherplatz war während der zweiten Aufnahme wie in dem zweiten Video voll. Was heißt, ja, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt abgeschnitten ist. Aber es ist nicht viel passiert im zweiten. In der zweiten Schlacht ist gar nichts passiert, ganz ehrlich. Ich habe 1-2 Kills gemacht mit dem Panzer. Also mit irgendeinem Panzer halt. Und mit dem habe ich nicht mal was gekillt. Also die Rakete ging daneben und ich habe nur einen Treffer bekommen, somit gar nichts passiert. Also ja, der eine Kill, der war es mir wert. Den habe ich geschafft zum Glück. Aber ja, falls euch das Video trotzdem gefallen hat, war jetzt ein recht kurzes dadurch ein Video, so recht kurzes Video. Aber wenigstens ein Kill damit. Lasst mich vielleicht wissen mit einem Like, einem Abo oder Kommentar. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und schreibt mir auch bitte gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt.
ob ich das Ding vielleicht mal in Naval rauspacken soll, aber weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil, ja, nicht so viel Glück mit dem Ding, aber ja, schauen wir mal. Und ja, dann würde ich sagen, hoffentlich, vielleicht sehen wir uns nochmal in dem nächsten Video. Habt einen wundervollen Tag und ciao.